You need to know that I'm a Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed The Run. Wir sind zurück und heute, ja, wird es ein wenig winterlich, ein wenig kühler. Wir freuen uns gerade eigentlich, dass es Frühling wird, aber stattdessen gehen wir jetzt hier in Need for Speed The Run, nämlich in den Winter. Nämlich Winterzauber ist die nächste Reihe der Challenge Series, die wir angehen. Und natürlich habe ich auch wieder im Desert Rally habe ich auch wieder auf Gold gefahren alles. Und wir haben deswegen diesen NFS Edition Evo 10, habe ich jetzt auch noch freigeschaltet. Also dementsprechend, wenn wir den irgendwo einsetzen könnten, werden wir das auch machen. Aber wir gehen jetzt mal in den Winterzauber rein und schauen nochmal, was uns da heute Wunderschönes erwarten würde. Ja, das geht los. Bronzemedaille im Winterzauber gibt uns den bei Chevy Daytona Coupé. Sehr geil, habe ich Bock drauf. Kampfmodus, Gegner beholen, bevor die Zeit läuft. Stell dich auf Schnee, Schneematschen, Eis, mehreren Gegnern. Wagentaste, alle Stufe 3 Fahrzeuge. Da wollen wir nochmal gucken. Was wir denn da Schönes heute zur Auswahl haben. Ja, neu haben wir ja jetzt den Miura SV, der ist ja jetzt neu reingekommen. Den hatten wir ja letztes Mal noch nicht zur Auswahl, weil, ja, den haben wir ja freigeschaltet, dadurch, dass wir den letzten Tag abgeschlossen haben. Deswegen würde ich sagen, fahren wir den nochmal und wir schauen mal, was es für Bodykits gibt. Nebenbei auch schon serientechnisch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug mit, ich glaube, der erste richtige Sportwagen, den Lamborghini ja damals rausgebracht hat. Damit ging die ganze Chose los. Das Outfit mag ich. Ich mag die Felgen passen schön. Es hat dann so ein bisschen was vom Lancia Stratos, ein bisschen Rallye-Style, die Kiste. Und dann gibt es nochmal. Oh. Erstmal sind da BBS drauf. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ihr wisst, wie meine Meinung dazu ist. Und eine ziemlich, ziemlich geile Lippe. Die ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber. Oh, und hinten leicht breiter. Das ist. Oh, das finde ich geil, das Bodykit. Das ist schön gemacht. Jotta-Style-Pack. Ah, okay. Ja, stimmt, es gab ja. Jotta war ja eine Version von dem damaligen. Gibt es ja mittlerweile auch wieder. Eben vom Aventador, den SVJ, ist ja auch der Super Veloce Jotta. Und das war hier der erste Jotta, den es überhaupt gab, eben beim Miura. Da hat das alles angefangen. Das ist nämlich auch ein SV und die Jotta-Version davon nochmal. So, jetzt gucken wir mal. Das Grün nebenbei, ich liebe das Grün beim Miura, mit einer meiner Lieblingsfarben bei der Karre. Muss ich wirklich ganz. Oh, das Rot mit der Startnummer, also mit dem Startnummerkreis, ist auch sexy. Wir können auch ganz italienisch gehen. Boah, oder das Blau ist geil. Ne, wir nehmen das Blau mit den weißen Streifen. Das hat, ich weiß aber nicht warum, gerade irgendwie vom Stil her, mich erinnert der Wagen extrem so von der Optik her an Lancia Stratos. Auch wunderschönes Fahrzeug. Grundsätzlich irgendwie, die damaligen Sportwagen, die hatten irgendwie so ein bisschen mehr, also die, nicht unbedingt Emissionen, das möchte ich nicht sagen, sondern Lamborghini heutzutage ist auch vom Eindruck jetzt auch nicht unbedingt emotionslos. Aber die hatten irgendwie so einen ganz, ganz eigenen Charme. Das ist so ein typisches Auto, was ich auf jeden Fall quer durch den Schnee prügeln würde, auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen Gegner aufholen. Hier wunderschönes Schneegebiet. Schön hier, muss ich sagen. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt Miura hier durchfahren. Allein geldtechnisch ist das nicht drin. Also nicht, weil ich mir kein Miura leisten kann. Natürlich kann ich mir Miura leisten, aber der Winterurlaub, ne? Also das Verfrachten und so. Ich glaube gar nicht, was das kostet, so ein Auto per Flug irgendwo hinzubringen. Ich fahre halt sicher nicht mit dem Auto selber. Wer bin ich denn? Alter, die Karre ist ja nur am Rutschen, ey. Komisch bei Schnee und Eis. Ich weiß gar nicht, wie dieser Zusammenhang kommen könnte, dass ein Lamborghini SVJ dann plötzlich nur noch am Driften ist. Kacke. Langsam müsste ich meinem Kollegen vorbei, aber ich glaube, ich habe schon hart verkackt durch den Scheißunfall. Weiß ich nochmal? Na. Ach, natürlich. Obwohl, wir können einfach zurückspulen, warte mal. Natürlich, statt einfach an ihm vorbeizufahren, weil Zeithacking auf jeden Fall noch machbar gewesen wäre. Nee, stattdessen fahre ich ihn lieber ins Heck rein, weil ich bin sozial und möchte, dass die Gegner gewinnen. Ist eine ganz andere Herangehensweise. Die meisten machen das gar nicht so. Die meisten sind in mir der Anstellung dran, ich möchte dieses Event gewinnen. Aber, was wenn wir einfach mal sagen, ich lasse die Gegner mal gewinnen. Habe ich dann wirklich verloren oder stehe ich als Gewinner da, weil ich sozial sehr, sehr gut eingestellt bin. Das ist jetzt alles Ansichtssache. Er hat ein wunderschönes Bodykit dran, eine geile Farbkombination. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber wer meinen Geschmack hat, der hat auf jeden Fall den richtigen Geschmack. Das ist auf jeden Fall. Daran lässt sich nichts rütteln. Das ist einfach nur die Wahrheit. So, Gegner 1 haben wir jetzt, nachdem wir einmal verkackt haben. Das ist echt gut rutschig hier. So. Oh, ein Evora. Oh ja, ich komme mal da ein bisschen angedriftet, ne? Kein Ding. Grüß dich. Na komm, mal Platz, wenn du schon so langsam machst, dann halt. Mach dich ein wenig weg da. So, Führung müssen wir halten. Sieht aber momentan nicht so schwierig aus, weil der doch nicht so gut mitkommt.
sagt er, und wir fuhren auf eine lange Geraden. Und dann kennen wir hier die KI und den Gummimann Effekt. Ja, guten Tag, wie geht's Ihnen? Vielleicht könnten Sie mich nicht überholen, ich wäre Ihnen da sehr dankbar. Dankeschön. Boah. So, einen Gegner haben wir noch. Wo ist er denn? Wo ist denn der letzte Kollege? Echt gute Frage, wo ist er denn? Ah, da vorne, das ist sehr gut. Ja, schön mit 82. Ich will ja 911, ich will auch 911. Wie kriegt man denn die scheiß Klasse frei? Warum fahren die alle 911 und ich darf nicht? Also, wir haben bis, also ich sehe auch keinen 911 irgendwie, dass man ihn freischalten würde. Weil, also, selbst wenn wir ihn freischalten, oder war der 911 bei mir, haben wir ihn nicht frei. Ich habe nicht drauf geachtet, genau. Ich will auch 911. Mittlerweile als großer Porsche-Fan bin entsetzt, dass ich keinen fahren darf. Entsetzt ist gar kein Ausdruck. Ich bin erzürnt, ja. Erzürnt trifft es besser. Das hat so einen leicht wütenden Unterton. Finde ich gut. Das Schöne ist, wir haben mal entspannt Platin geholt. Klar, mit einmal zurückspulen, aber ansonsten. Ich finde, das ist schon wieder ein sehr guter Start in die Folge. Also, wenn wir Platin am Anfang holen, spricht das dafür. Also, sagen wir so, die letzte Etappe haben wir auch wieder viermal Gold jetzt geholt und einmal Platin. Aber Power Platin wäre auch nicht verkehrt. Also ich sag mal so, ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. So, nachdem das Spiel dann gerade einmal abgeschmiert hat, bin ich wieder da und ich musste gerade sagen, sie werden nicht neu fahren. Ich hatte mich gerade so die Gefahr, ich dachte, wenn er da abgeschmiert wird, der Hüscher noch kein Safe eingesetzt haben. Aber er hat gespeichert, alles gut. Okay, dann können wir direkt weitermachen. Erster Absturz, erste Mal. Also ich habe zu eigentlich sowieso nicht große Absturzprobleme gehabt. Mal gucken, ob das bleibt. Hoffen wir mal. So, Aufstieg, Wagen Stufe 3 Exoten. Warte, wir gucken mal kurz Stufe 3. Ich will mal kurz gucken, kann man 911er, kann man den freischalten? Ich guck grad mal. Ne, hier ist kein 911er dabei, seht ihr? Ganz komisch, naja. Ich dachte, ich bin noch richtig. So, fahren in Independence Pass hinauf. Ein paar andere Fahrer denken, dass sie schnell sind, beweise ihnen das Gegenteil. Okay, was haben wir denn Exoten? Ja, gut. was fahre ich denn jetzt? Ja, komm, fahren wir mal wieder Evora. Der ist vom Leistungspotenzial die beste Kiste von allen. Fahren wir das Trackday Racer Pack oder vom. Komm, fahren wir Style Pack 2. Das sieht zwar total behämmert aus, weil ohne Spoiler, weil eigentlich muss da echt ein Spoiler hinten drauf. Das fehlt ein bisschen. Aber wir wollen mal andere Bodykits fahren. Ja, die sind ja auch zur Auswahl da. Ich muss sie ja nicht gut finden. Wir sind sie aber dann wenigstens mal gefahren. Also, das ist halt auch so ein Bodykit, wo ich mir denke, allein mit den tiefen Schürzen und dann halt bulliger wirkt, fehlt da dann ein Spoiler, weil irgendwie ist er überall so schön in den Proportionen angepasst, außer einer Heckpartie. Ich weiß gar nicht, ob der Woche gerade einen automatischen Spoiler, also selber verstellbaren, werden wir gleich sehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht. Hat der einen? Ich überlege gerade. Sehen wir gleich. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob der nee, das sieht. Kann der irgendwie. Also ausfahren tut der Spoiler schon mal nicht. Nee, das ist ein fester Spoiler. Okay. Das sieht von hinten auch gleich mal so unproportional aus jetzt. Aber wie gesagt, vorne mit der tiefen Schürze wirkt das irgendwie nicht so richtig. Da ist schon wieder ein 911er dabei und ich fühle mich immer noch getriggert. Ich sag's ja noch. Ne? Ich möchte ja einfach nur mal erwähnen, dass ich auch sehr gerne 911er fahren würde. Ich hoffe, das Spiel hört's. Also ich hoffe, das Spiel hat nicht an. Ja, ich will mir Sorgen machen, warum das Spiel das hört. Ich würde sagen, mach halt kein Licht an. Ich fahre auch gerne im Dunkeln durch Tunnel. Ah, die 911er Fahrer sind Assis, deswegen habe ich keinen. Ich bin zu nett. Ich muss also auch assiger fahren. Wäre jetzt schön, hätte ich die XP-Punkte für schnell überholt wieder abgeschoben bekommen, weil ich gerade wieder schnell zurückgeholt worden bin. Bei den Positionen, die ich ja gut gemacht habe, habe ich so gut wie wieder direkt verloren. Und der 911er Fahrer rappt im Jura die ganze Zeit. Der hat so eine leichte assige Note, der Fahrer. Sobald jemand neben den ist, zack. Da wird mal für das Porsche-Eck, schwenkt er mal kurz aus, begrüßt den netten Fahrer einmal kurz, sagt ihm dann, dass er sich bitte verpissen soll, dann ist auch wieder alles super. Komm schon! Da ist ein Porsche 911 Bodykit, schön! Ja, kann ich auch nicht fahren, weil wir haben keinen 911 frei. Dann spielst Assi zu mir. Guten Tag. Jetzt lässt du dich auch noch überholen, da sind wir alle Freunde. Schön ist den Wagen da vorne. Da kann ich sagen, ja, den habe ich bald. Wenn ich hier auf Bronx abschließe, dann habe ich den. Den haben wir letztes Mal schon. Nee, doch, wenn ich hier auf Bronx abschließe, kriege ich den. Genau, ja, ja. Dann darf ich das Ding auch fahren. Aber beim 911 weiß ich nicht, wie die Kiste. Ich hoffe, das ist nicht über Autolock. Obwohl, ich könnte ihn nicht mal auswählen. Also selbst die Autolock-Sachen werden hier angezeigt. Jetzt könnte man sich über die Spielwelt auslassen, wie schön die doch ist. Und da habe ich das mich nur darüber aufregen, ob ich nicht fahren darf. So einfach ist das. Ich mag die Winterlandschaft echt gerne. Die Frostbite Engine, aha, der Name ist Programm hier, aha. Die kann das halt echt gut.
Also die Battlefield-Spiele sehen im Schnee ja auch recht gut aus. Damals unter anderem auch Bad Company 2, aber die Bad Company-Spiele. Ich würde mir so gerne wieder Bad Company-Ableger wünschen. Die ist nicht so ernst, boah, nicht so ernst, sondern so ein Battlefield-Teil, der sich halt nicht ernst nimmt. Bad Company 2 war okay, ich fand Bad Company 1 noch besser. Als rechte Multiplayer habe ich damals sehr ausgiebig gespielt auf der PlayStation. Und es hat ultra Spaß gemacht. Die Kampagne war geil gemacht, weil sie halt so diesen Comedy-Aspekt hatte, sagen wir mal so. Die Charaktere waren nicht wirklich ernst zu nehmen, es war alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Und der Multiplayer hat auch gemacht, weil allein, das war es halt erst richtige Battlefield, wo halt diese krasse Zerstörung der Frostbite Engine zum Einsatz kam. Alter, verpiss dich doch bitte, nein! Ich überhole doch am Ende, weil ich die KI bin. La Gummiband-Effekt, ha, ja, fick dich. Wie wär's, wenn du das nicht machst? Hallo! Der WLS lässt sich jetzt einfach weg, ohne sich nur eine Möglichkeit zu überholen, das wäre mal richtig hart quasi. Das Spiel wird mich doch jetzt gerade verarschen, oder? Oh ja, Windschatten regelt. Sehr gut. Ich dachte auch schon. Und wir haben schon wieder Platin geholt nebenbei. Was ist denn heute los hier? Spiel schmiert sich sicher wieder ab, weil es einfach überfordert ist mit dieser Situation so. Nee, Platin könnte. Nee, das kann nicht. Das kann keinen Zusammenhang geben. Auf keinen Fall. Ja, Bad Comedy war damals super geil. Also der erste Teil, alter Walter. Das war schon echt fett, ey. Wie gesagt, deswegen würde ich mir gerne wieder Bad Comedy Teil wünschen. Ich fand die echt cool, die beiden Teile. Ich weiß nicht, ob es dann nicht mehr fortgeführt worden ist, ob die so unbeliebt waren, aber irgendwie kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Ich denke mal, die klassische Battlefield-Erlebnisse sind dann doch ein bisschen beliebter. Jetzt sind ein bisschen einfacher zu gestalten. Weil die Community-Teile haben schon sehr viel von der Singleplayer-Kampagne auch gelebt. So, schwarze Piste. Stufe 3 Muscle-Cars, jede Menge Wagen, die du auf diesem Stall ein bisschen Ziel überholen kannst. Okay. Ja, das Schöne ist, wir haben ja mega viel Auswahl hier jedes Mal. Das ist eine Klasse, wo du einfach nichts machen kannst, ey. Ich will dieses Bodykit nicht fahren. Weil ich finde es dann einfach potnässlich. Fahren wir das hier wieder, komm. In schwarz, schwarz. Oh, schwarz mit Neongrün. Das ist eine ganz böse Kombination. Habe ich früher mega gefeiert, ne, als kleiner Lukas. Zum Jahres 2003 und so eine Scheiße. Da war das eine coole Kombination. Ich finde aber mittlerweile so Neonfarben, ich gar kein Freund mehr von. In der Zwischenzeit war Neonfarben ja im Tuning so mega beliebt, dass einfach alles blitzen und blinken musste. Aber irgendwie, ich glaube, es ist wieder zurückgegangen, ne. Ja, auch so ein Trend. Das war jetzt wirklich so ganz krasse Farben. Im Kontrast hat insbesondere mit Mattschwarz oder sowas. Konntest du halt sehr, sehr viel mit Neonfarben da arbeiten. Finde ich gar nicht so schön. Bin ich ehrlich. Nee, das sieht, steht auf der, steht der Karre auch nicht. Also früher hätte ich das sogar cool gefunden, mittlerweile mehr. Aber hey, wir wollen Bodykit fahren, die wir nicht gefahren sind. Wir sind Farbe gefahren, die wir nicht gefahren sind. Und da fährt noch ein Shelby mit der exakt dieselbe Farbkombination fährt. Ja, bin ich der Einzige, der das cool findet. Guck mal, 911er. Cool. So, Windschatten regelt. Boah, ich flog 911er ab. Das ist jetzt die 911er Folge. Ich werde nur noch über die 911er reden. Wir werden die nicht einfach selber fahren können. Road may be icy, aber was steht da gerade oben? Ja, ja, minimal Eis habt ihr auf der Straße. Super gefreut auf jeden Fall hier. Der Räumdienst ist auf jeden Fall richtig gut ab. Hast du denn? Die machen gute Arbeit, machen die Jungs. Richtig gute Arbeit. Die Kurve ein bisschen schneller genommen. Boah, bisschen weit raus, aber Gott sei Dank haben wir hier sehr, sehr viel Auslauffläche. Das war mein Glück jetzt. Das war ein schöner Parkplatz. War der noch weniger gerannt als die Straße? Wer hätte es erwartet? Das kannst du doch nicht als geräumt beziehen. Hier, die Autos haben die Spur hier reingehauen. Hier ist nie ein Räumen, hier ist lang gefahren. Der scheiß Miura da vorne ist ganz schön zügig. Das meine ich ja wirklich gut. Ich komme ja nicht ran. Also das will nicht. Und ich feiere schon, junger Gott, also wie immer. Also besser geht's ja kaum. Ich weiß nicht, ob der gerade Autos rammt, um mir in den Weg zu stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja, das ist glaube alles eine Taktik. Der wollte den Wagen mir in den Weg schubsen. Hätte auch fast funktioniert. Aber Gott sei Dank habe ich Reflexe wie ein Faultier. Also dementsprechend kein Thema. Oh Gott, ich gerade aus durch den Leitner gesteppert, weil die wäre nämlich durchgebrochen. Wäre ungeil geworden, glaube ich. Also. Optisch sehr, das sieht gar. Alter, Shelby, fang dich! Sieht gar cool aus. Ist für den ersten Platz leider schwierig, wenn du die Klippe runtergefallen bist. Machst du dir jetzt nicht mehr so Gedanken drüber danach? Klar, da denkst du nichts. Oh, schade, jetzt bin ich nicht Erster, sondern. Oh, schade, jetzt bin ich tot.
Aber so der Grundgedanke, ne? Es ist schon okay, wenn man nicht drauf geht. Ja, come on. Schon wieder. Was ist denn heute los hier? Also ich glaube, ich fühle mich im Schnee ganz wohl, merke ich. Heute ist so eine Platin-Folge, merke ich. Aber wenn ich jetzt wirklich alles Platin in einem im ersten Zug, dass ich nicht hinkriegen werde, glaube ich, beim besten Willen nicht. Ey, dann feiere ich mich ein bisschen selber ab, muss ich sagen. Ja, dann kriege ich so ein bisschen Bock auf mich, glaube ich. Ich glaube, das ist dann, wenn man sich so ein bisschen Selbstliebe. Ich glaube, es ist ein bisschen Selbstliebe wird das. Ich glaube, ja, so in die Richtung werden wir gehen. Ich fühle mich damit wohl, mich selbst zu mögen. Da ist eine Nelle auf dem Bild. Geil, ja, sicher, cool. Gibt es vielleicht einen Vorschulwert, wo ich wenigstens mal 911 fahren kann? Wenigstens mal irgendwas, wo ich sagen kann, okay, bin ich 911 wenigstens gefahren, ich bin noch nicht frei, aber ich konnte nicht mal fahren. Gucken wir mal. Ah, Pagani Guerra, okay, ist auch nicht verkehrt, na gut. Black Mountain, Rasin passt wieder runter in die... Rasin hoch, Rasin runter, das ist auf jeden Fall umweltschonend at its best. Dieser Bereich folgt, pass auf den Gegenverkehr auf. Okay, was haben wir denn? Ja, so viel Auswahl. Na ja, komm, dann fahren wir jetzt RS4, auch wenn ich an der Scheißkarre nichts machen darf. Ich weiß auch nicht warum, aber nicht. Die Jungs von Audi, ne? Falls ihr das hier seht, im Jahre 2011 waren die noch ziemlich scheiße. Ist ja mittlerweile besser geworden, was Tuning angeht. Payback sieht man es ja, sie lassen es ja zu. Aber im Jahre 2011 waren die schon ziemlich kacke. In 2015 Need for Speed waren sie auch nicht drin, aufgrund von Tuning und Polizei und bla. Und bei Payback haben sie dann auch so gemerkt, so, okay, es ist eine ganz schön dumme Entscheidung. Eigentlich juckt es keine Sau, dass wir. Ich sag's mal, krass, also dass wir in illegalen Verfolgungsjagden drin sind. Es ist wirklich der aus der ersten Anfangskazin, ne? Weil der hat auch ein AS-Nummernschild. Der hat nicht so, kein Need for Speed so dran stehen. Oder draufstehen fett. Das ist wirklich das Kazin-Auto. Ja, auf jeden Fall, kann ich jetzt gerade sagen. Ne, die hatten damals, waren die bei 2015 Need for Speed drin wegen Tuning, Polizei und sowas. Und bei Payback waren sie ja dann drin, obwohl es exakt dasselbe Thema weiterhin war. Autosteller kriegen, können wir mal den Kopf aus dem Arsch kriegen, ne? Der Stock aus dem Arsch. Den Kopf haben sie vielleicht auch im Arsch, weil das war ein Unfall. Ich weiß es nicht. Kann beides sein. Bei Toyota glaube ich beides. Toyota hat einen Stock und einen Kopf im Arsch. Und auch nur die Jungs von Gran Turismo haben das passende Gleitgel, um das Problem zu lösen, glaube ich. Anders kann ich mir das beim besten mir nicht vorstellen, warum Gran Turismo da so viel Liebe bekommt. Alle anderen Rennspiele, wo Toyota sagt, neue Supra. Nö. Weil ihr gehört erstmal so, ach ja klar, hier habt ihr sie. Ihr wollt die MK4 auch noch haben? Ja, kein Ding! Heute im Angebot, gib beide. Macht schön Werbung, dass ihr die einzigen seid. Geil, ne? Super. Ja, come on. Aber man braucht neue Schuhe. Also ich glaube nicht, dass ich für Geld bekomme, aber. Obwohl Platin-Medaillen kannst du sicher verkaufen. Platin ist ein bisschen was wert. Einfach alle meine Medaillen verkaufen und dann zack, neue Schuhe, ja. Oh, weiß auch nicht warum neue Schuhe, aber. Kann nicht schaden, wenn man gerade dabei ist. Die Jungs kommt gerade von hinten wunderschön angeflogen, gefällt mir gar nicht. Oh shit, aua. Oh, böser Einschlag. Könntest du jetzt bitte aufhören, mich so zu bedrängen? Ich fühle mich sehr unwohl in meiner Haut. Eine Armlänge Abstand ist auch beim Rennenfahren nicht ganz so verkehrt. Halt mich gleich zu Not meine rechten Arme aus dem Fett. Ich meine. Aha. Erstmal weggebodycheckt. Ich weiß gar nicht, ob der RS4 eine gute Wahl für war. Das gibt diesmal aber kein Platin, also beim besten Willen nicht. Dafür gab es zu viele Fehler. Wenn der scheiß Miura jetzt auch noch anfängt zu schämen, ist ja auch gleich mal richtig zappenduster. Ne, das gibt diesmal kein Platin. Ne. Schade. Aber Gold. Zumindest Gold, aber kein Platin. Na ja, okay. Wir hatten einen fast perfekten. Also sagen wir so. Platin kannst du hier locker hinkriegen. Ich weiß nicht, irgendwie kommen mir die Schneedinger extrem leicht vor, wenn ich vorher vergleiche. Kriegst du die auch locker hin. Ich hatte ein, zwei sehr böse Fehler, die viel, viel Zeit gekostet haben. Die weglassen und dann
easy Platin. Aber Platin ist mir eigentlich egal, weil es einfach nur ein total tolles Icon gibt. Und ein total toller Icon ist mir total egal. So, aber wir haben noch ein schönes Fahrzeug zum Ende. Nämlich den Pagani Huayra. Oder Huayra, nee, Huayra. Ich glaube, er wird Huayra ausgesprochen. Es gab irgendwo mal ein Video, wo Pagani, das glaube ich, irgendwer mal erklärt hat, wie man Pagani Huayra ausspricht. Scheiß Name, ehrlich nebenbei. Besiege die Uhr, Vorschau, nur du und die Straße. Oh, und ein Pagani Huayra. Das ist mal schön. Ist halt geil tief, ne? Gibt's dafür Body? Natürlich gibt's da Body. Gibt's BBS-Felgen? Das gefällt mir mal gar nicht mit den Felgen. Oh, das ist mein alter Verwalter, der Spoiler, das Bodykit, alter, oder wie viel breit, und es glitscht gar nicht in dem Radkasten, geil, die Karre ist so tief, dass im Radkasten hängt, das ist mein Pagani, so will ich ihn fahren. Oh, geht's mit Carbon? Das ist sexy, das ist sehr sexy. Komm, wir fahren den schön in Orange, hat so ein bisschen was von Honda Cinque, Cover Car von Hoppes Youth 2012 nebenbei, ne, 2010, Entschuldigung. Das Jahr davor, also von dem Spiel davor, ein Jahr davor, was nebenbei, wie ich schon einmal erwähnt habe, besser aussieht als das hier. Ich möchte es einfach nur noch mal erwähnen, wie gut Hoppes Youth 2010 immer noch aussieht, wenn man es jetzt spielt. Alter, das ist ziemlich geil. Großer Flügel, unfassbar assiger Diffusor, Junge. Der Diffusor ist schon, boah, mit 4x4 Nitroflammen ist halt auch geil, ne? Aber der Diffusor, der ist gönnbar, glaube ich. Also den kann man auf jeden Fall mal machen. Alter, ey, das ist ja... Ich weiß nicht, was man damit alles schneiden kann, aber es wird verdammt viel sein. Boah. Ja, mach ich mir keine Sorgen, dass du damit irgendwas kaputt bist. Oh. Okay, da sind wir gerade eiskalt gestorben, weil ich mich seitlich in der Leitplanke geplankt habe. Alter, das Eis. Alter, das Eis an der Stelle war gerade mal richtig assig. Oh, eine schöne Linkskurve und dann kommt er mit Vollgas an. Ja, und dann packt mir Eis dahin und dann stirbt er. Ja. Jungs von Blackbox damals hatten Spaß daran, Leute in den Tod laufen zu lassen. Cool. Hier ist halt so assig, wenn du auf diese Eisflächen kommst. Ne? Ich hatte ja bisher die ganze Folge jetzt keine Karre, die über Eis irgendwie meinte, mich komplett umbringen zu wollen. Tja, hier haben wir einen, der Pagani Huayra hat richtig Bock. Das mit dem Vertragen üben. Alter, üben wir nochmal. Aber die Heckpartie ist assig, ne? Gibt Spoiler, jetzt recht diesen Schwanenhals-Spoiler, der von oben befestigt wird. Ich mag so Spoiler mittlerweile mega gerne. Und dann diesen richtig assigen Diffusor. Oh. Auf jeden Fall machbar. Einmal hier schön durch. So. Boah, oh, oh, nicht auf dem Eis anbremsen. Nicht auf dem Eis anbremsen. Ganz wichtige Notiz an mich. Nicht auf dem Eis anbremsen. Das ist ein ganz schön langes Rennen, merke ich gerade. 10 Checkpoints, Junge. Solange du kein Eis hast, hat die Karre eine brutalste Kurvenlage. Das Ding geht damit richtig mit, kannst richtig mit Kasala um die Kurven jagen. Mit Dominik, wenn kein Eis liegt. Ich weiß sowieso nicht, ob die gekommen ist, ein fucking Pagani durch die Schneeberge zu hämmern. Können auch meine gewesen sein, aber das war diesmal nicht meine. Alter. Okay. Die Begrenzerflammen sind nett. Der gleich zum leichten Lagerfeuer. Und unser Endschalldämpfer fehlt. Naja. Es knallt zwar immer noch an der Stelle, aber ich weiß nicht woher. Ah, ich sehe zumindest die vier Endrohre, die in den Endschalldämpfer münden. Da wird also links zwei kommen, rechts zwei kommen. Ich bilde normalerweise den Endschalldämpfer, der normalerweise sich in der Heckpartie findet. Oder die Endrohre zumindest. Aber die sind momentan nicht da. Oh, das ist ein schönes Vollgasstück. Das ist für den Wagen ganz gut. Wenn hier kein Eis liegt, ist die Gefahr auch zu sterben niedriger. Aber auch gerade ist mal die Hälfte der Distanz rum. Ey, das ist ein ganz schön langes Rennen. Ich wusste gar nicht, dass Roman überhaupt so lange Rennen hatte. Also von der Distanz her, ne? Weil normal waren die Etappen eigentlich immer so, fahr 2 Sekunden. Und ich fahr 5 Minuten. Boah. Okay, momentan, timingstechnisch sind wir gut, sehr gut unterwegs. Schadenstechnisch nicht so gut. Wird schwierig, den nachher beim Mietservice wieder zurückzugeben. Das wird eine sehr lange Diskussion geben, wo die Schäden dann herstammen. Wenn man dann sagen muss, das war schon so.
So. Ich finde es mal geil, so lange rennen. Das ist, wie gesagt, sehr ungewohnt für das Spiel. Ja, komm schon. Ich juck mich an meine Nase. Gott sei Dank haben wir gerade eine lange Gerade. Das ist schön. Gott sei Dank ist hier Natürlich war da wieder Eis, Alter, ey. Ich habe nur leicht eingelenkt. Die Karre dreht sich sofort ein. Also Eisflächen... Nicht gut. Lassen wir weg. Versuchen wir möglichst zu vermeiden. Ich habe bisher 3/4 der Fälle im Unfall geendet. Mit der Pagani Wera und Eisflächen. Boah, ja gut, wenn sie nicht mitnimmt, bist du zu weit außen, rutscht auch in die Wand. So, jetzt hier in der Hammerkurve Eisflächen wäre jetzt auch nochmal hart basig. Hier sind schon mal keine, dankeschön. Sehr nett. Hier auch nicht, dankeschön. So. Letzten 200 Kilometer gleich. Und noch zwei letzte Checkpoints. Also noch einer und dann das Ziel. Ich weiß nicht, ob wir zeittechnisch gut unterwegs sind oder nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, die 5 Minuten schaffen wir nicht. Ich glaube, die 5 Minuten schaffen wir nicht. Nee, die 5 Minuten gibt keinen. Auf keinen Fall. Also ich schaffe jetzt keinen Kilometer in einer Minute, in 10 Sekunden noch. Da hat wieder nochmal eine Goldzeit. Mein Gott, da haben wir so schön angefangen mit unserer Platinsträhne. Und dann gibt es am Ende noch nur noch 2 Goldmedaillen. Oh, wie knapp auch noch. 5 Minuten 88, wir waren nicht mal eine Sekunde drüber. Scheiße. An sich war der One erst recht zum Ende hin, war ich echt gut. Ich denke, am Anfang habe ich die Sekunde liegen lassen. Am Anfang habe ich so ein paar Fehlerchen gemacht. Am Ende war eigentlich relativ Fehler. Bis auf die Sachen, wo zurückgespult worden ist. Aber dann gelten die Fehler ja nicht mehr. Alter, 1400 XP gibt es für das Rennen. Gut, wir waren auch über 5 Minuten unterwegs, ne? Das ist für Need for Speed so ein gefühlter Marathon. So, Chevy Cobra Daytona Coupé war frei. So, jetzt gibt es noch ein paar Profilsymbole. Dann gucken wir mal, was da. Ich bin ja interessiert, auch was wir für Gold bekommen. Weil Gold haben wir ja auch schon abgeschlossen. Dementsprechend dürften wir ja für Gold auch schon eine Belohnung bekommen. Nehmen ganz viele Profilhintergründe mal wieder. 240 jetzt in einer extra Version. Ja gut, das ist nett. Ist okay, kann man machen. Ist aber bisher auch noch gar nicht gefahren, 240Z. Dementsprechend alles super, das passt schon. So, noch ein Hintergrund, komm. Dankeschön. So, damit haben wir die Sachen schon abgeschlossen. Da brauchen wir auch nicht so mal neu fahren. Da haben wir direkt alles in der ersten Run easy durchbekommen. Also lief ganz gut. Obwohl ich ein bisschen Schiss vom Eis hatte. Das Eis war am schlimmsten mit dem Pagani. Alles andere restliche ging, finde ich noch. Die anderen Wagen haben sich da nicht so schlimm angekämpft. Und nächstes Mal geht's zu den Plains Interstate. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, lasst den ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns dann kommen wir von hier bei Let's Play Need for Speed The One wieder. Bis dann. Tschüss.